eine solide Arbeit. Mit etwas mehr Zeit hätte ich noch eine Minibar eingebaut. Du hast das Zeug zum Totengräber. So viel steht fest. Jetzt brauche ich nur noch ein Propheten-Outfit und wir können die Jobs tauschen. Und ich brauche deinen Eimer. Hey, stopp! Die Farbe brauche ich, um die Leichen zu präparieren. Ach so, naja gut. Hier ist dein Outfit, mein Freund. Ich glaube, ich habe hier genau das Richtige für dich. Ich weiß nicht. Es riecht ein wenig. Das trägt man jetzt so. Na los, rein da. Na sowas, es sitzt perfekt. Es betont die Schultern und kaschiert dein Zellulite-Problem. Herzlichen Glückwunsch, Rufus. Du bist jetzt Totengräber. Hier, nimm das Outfit. Du hast es verdient. Dann brauchen wir jetzt ja nur noch den Ring und dafür sorgen, dass er sich nicht mehr daran erinnert. Herzlichen Glückwunsch, du bist... Und dann können wir jetzt diesen Eimer mitnehmen, oder? Na klar. Dann haben wir hier alles. Kannst du vielleicht einfach mal vergessen, dass wir uns gesehen haben? Nicht, wenn du dich so seltsam verhältst. Ach komm schon, es ist wirklich wichtig. Das Einzige, was ich für dich tun kann, ist dir die Zukunft voraussagen. Okay, na dann. Werde ich mich in ein Häufchen Asche verwandeln? Das werden wir gleich haben. Na nun, seltsam. Ich bekomme keinen Empfang. Was aber alles Mögliche bedeuten kann, oder? Tja, oder... Oh je. Wir haben keine Zukunft. Oh je. Wirst du vergessen, dass ich hier war? Dazu brauche ich nicht in die Kugel zu gucken. Die Antwort lautet nein. Mist. Wird es jemals wieder eine Zukunft geben? Das werden wir gleich haben. Na nun, seltsam. Ich bekomme keinen Empfang. Was aber alles Mögliche bedeuten kann, oder? Tja, oder? Oh je. Und die Huttrends der Zukunft, die möchte ich doch gerne. Welches sind die Huttrends der Zukunft? Ein nicht unwichtiges Anliegen. Ich befrage die Kugel. Murmel. So ein Karlauer. Kleine Zwischenfrage. Glaubst du, es gibt hier irgendwo einen Frack und einen Ring? Erheiternd, dass du das fragst. Ich bin sogar überzeugt davon. Sehr gut. Warum kommt mir das nur so bekannt vor? Tja, ich habe schlechte Neuigkeiten. Die Zukunft der Hutmode ist in ständiger Bewegung. Ich erkenne nur ein Wort. Bauhelme. Kannst du damit etwas anfangen? Ja, irgendwie läutet da was. Aber was? Ich will's gar nicht wissen. Das ist eine weise Entscheidung. Finger weg, diese und meine Existenz. Das ist mir Wurst. Das kennen wir schon. Er will, dass die Kugel weg ist, natürlich. Finger weg, die und mein das. Das wird ihn nicht interessieren. Ah. Ich sehe, du hast Talent. Okay. War denn auf der Bowlingbahn irgendwas weiß? Nicht, dass ich wüsste. Ich mag mich irren, aber ich glaube, das spielt man mit einem Ball. Vince, erzähl mir doch mal was. Und? Hast du alles? Noch nicht. Vergiss nicht. Alles muss so hergerichtet sein, wie du es nachher vorfinden wirst. Ich denke an nichts anderes. Die wecke ich lieber nicht auf. Wenn sie mich wiedererkennen, ist der ganze schöne Determinismus am Arsch.
So, mit der Leiche kann ich jetzt auch gar nichts machen. Kann ich denn mit der Farbe? Der Prophet muss mich doch auch noch vergessen. Herzlichen Glückwunsch, Rufus. Du bist jetzt Totengräber. Und war diese Leiche schon immer da? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Die sollte ich lieber nicht, die ist genau... Viel zu tun gibt's hier ja nicht, ansonsten. Die sollte ich lieber nicht, die ist genau... Das wird ihn nicht interessieren. Ah! Finger weg, diese Kuh! Und meine Exist... Das ist mir... Mist! Kannst du mir die Zukunft noch einmal voraussagen? Wenn's sein muss, worum geht es diesmal? Wiederhutmode. Nochmal? Naja, warum nicht? Ich befrage die Kugel. Kann ich jetzt irgendwas machen und sie klauen oder so? Nee, ich habe keine Maus. Die Kugel hat gesprochen. Die Antwort lautet... Turbanen, ich wusste es immer. Und nun entschuldige mich bitte. Ich habe da einen spannenden Artikel gesehen. Was? Wie? Was? Ach, so wieder so ein Ding, wo man ihn zweimal ansprechen muss. Eieiei. Stör mich nicht. Es gibt hier eine interessante Kolumne über die richtigen Wickelpraktiken. Jetzt hat er seine Kugel. Hier ist ein Schalter auf der Unterseite. Ich frage mich, was haben wir denn da? Das ist ja gar keine Kristallkugel. Das ist ein tragbares Zeitportal. Diese ganze Hellseher-Nummer ist nichts als ein Schwindel. Huch. Was? Ein Handbohrer und eine Hand? Wo sind wir denn gerade? Hallo? Achso, das ist die Hand. Die Hand sind wir. Ja, das macht Sinn. Gut, dass er nicht an war, als ich vorhin in die Kugel gegriffen habe. Obwohl, macht das Sinn? Ach, ich weiß auch nicht. Was wollen wir denn jetzt noch? Einen Ring wollen wir. Aber jetzt haben wir einen Bohrer. Was machen wir mit dem? Verrückt. Ich würde gerne die Kugel polieren, aber das geht wohl nicht. Die Dinger anbohren macht nicht so viel Sinn. Die sollte ich lieber nicht anfassen. Die ist gen... Ich mag mich irren, aber ich glaube, das spielt man mit einem Ball. Stör mich nicht. Es gibt hier eine interessante Kolumne über die richtigen Wickelpraktiken. Ein Handbohrer also. Aber nicht doch. Dann würde ja die ganze Farbe auslaufen. Das war irgendwie Sinn der Sache. Das wird ihn nicht interessieren. Ah. Was also kann ein Mann tun mit einem Handbohrer? Er hat schon zwei Jobs. Zu oft umschulen wirkt irgendwann auch nicht mehr gut im Lebenslauf. Und bringt mich das hier an einen anderen Ort? Nein, ich komme immer wieder hier raus. Hier komme ich auch nicht ins Inventar. Hier kann ich nichts machen, außer zurückzugehen. Nanu, hier ist ein Schalter auf der Unterseite. Ich frage... was haben wir denn? Das ist ja gar kein... Das ist ein... Aber ja doch, genau. Die Kugel hat genau die Größe der Bowlingkugel von vorhin. Und das hier ist die richtige Farbe. So könnte ich zumindest schon mal die eine Sache wiederherstellen. Aber zuerst sollte ich mich um die Löcher kümmern. Ja, boah man. Genauso hatte ich mir das gedacht. Ja, genauso. Die sollte ich lieber nicht anfassen. Die ist genau da, wo ich sie nachher aufgefunden haben werde. Wo war denn die Kugel? War die in der Bowlingbahn? Manu, wo ist sie geblieben? Aua!
Ah, das Problem werden wir dann auch gelöst. Was ist passiert? Wo bin ich? Ich kann mich an nichts erinnern. Hm, dann ebenso. Schnell, Vince, wir sind hier fertig. Gib Gummi! Aber konnte sich denn der Prophet an mich erinnern? Hm. Das war lustig. Wir sollten das unbedingt mal wiederholen. Ach nee, lass mal, Vince. Nanu, was ist denn jetzt kaputt? Rufus, hier drüben! Wer heiratet denn da? Na endlich! Wo bleibst du denn? Immer mit der Ruhe. So einen Frack findet man ja nicht einfach so auf irgendeinem Friedhof. Höchstens auf dem Secondhand-Friedhof. Aber hier sind mittlerweile Jahre vergangen. Den Antrag habe ich hier schon längst gemacht. Ach so, dann brauchst du die Sachen gar nicht mehr? Im Gegenteil, ich brauche sie dringender denn je. Die Hochzeitsgesellschaft wartet schon. Hast du alles? Fast. Den Frack habe ich. Fehlt nur noch der Ring. Aber der ist doch das Wichtigste. Keine Panik, ich deichsel das schon. Beeil dich bitte. Okay, es hat sich hier einiges verändert. Und wenn sich einiges verändert hat, geht man erstmal... Hochzeitsvorbereitungen geschlossen. Oh, zum Deiner hätte ich gesagt. Na gut. Was ist denn hier unten los? Wo sind die? Ah, die sind da natürlich auch alle da oben. Planungstisch. Na toll, der Architekt ist auch futsch. Wer verklickert mir denn jetzt, wo ich diesen dämlichen Ring herbekomme? Es sei denn natürlich, ich fände einen Weg, mir sein mysteriöses Insiderwissen anzueignen. Kommt der Informant aus dem Zeitportal? Ach, Simon. Das war ja viel zu einfach. Gut siehst du aus, Rocco. Und? Hast du den Ring besorgt? Was denkst du denn? Da hast du. Tausend Dank. Du bist ein echter Freund. Ein echter Freund, der jetzt freie Bahn hat. So, wie ging das denn noch hier? Ich kann mich genau erinnern, da war ein Feuerlöscher und so ein Knopf. Oh, viele Einstellungen diesmal. Das sieht aus wie das Zerg-Logo aus StarCraft. Das ist ja mal eine dünne Auswahl. Es gibt offenbar nur ein einziges Portal in Reichweite. Oh, doch nur dünne Auswahl. Na gut. Ha, Schwamm drüber. Auf geht's! Bin ich denn jetzt schon wieder gelandet? Nicht in Kuvak, so viel steht fest. Diese rosa Pfütze zeugt auch nicht von guten Dingen. Hier suppt die ganze gute Tachyonenschlonze in den Wüstenboden. Was für eine Verschwendung. Und was für eine Verschmutzung. Ein Haufen abgebrochener Uhrenzeiger. Die könnten sich noch als nützlich erweisen. So wie sich der meiste Schrott irgendwann als nützlich erweist. Das sehe ich allerdings auch so. Ich habe keine Zeit, mich mit den Einheimischen anzufreunden. Ich muss zusehen, dass ich einen Weg in die richtige Zeit finde. Aber ich möchte trotzdem mit ihm reden. Moment. Hallo, Fremder. Kannst du mir sagen, wo ich hier gelandet bin? Wir nennen dieses Land The West of Time. Aber ich bin kein Fremder. Da legen wir hier großen Wert drauf, ne? Mein Name ist Möme. Ich gehöre zur Einheimischen Legion. Das hier ist das Land meiner Vorfahren. Vor vielen Generationen soll diese Wüste ein wunderschöner Ort gewesen sein. Aber dann fielen Fremde ein und beanspruchten das Land für sich. Mit ihnen kam die Dürre. Und nun führen wir Krieg, um das verlorene Paradies unserer Vorväter zurückzuerobern. Das klingt eigentlich ganz nachvollziehbar. Bei dem Namen Waste of Time hätte ich was Sinnloseres erwartet. Die Legenden sagen, dass sich der wahre Sinn des Namens nur erschließt, wenn man seine Geschichte kennt. Ich persönlich glaube, dass es etwas mit den kaputten Uhren zu tun hat. Okay, der hat ja mal ganz schlimme Stimme. Außerdem kämpft jetzt hier wie die einheimischen Legionen gegen die fremden Legionen wahrscheinlich. Im Lager der Feinde war alles ruhig. Zu ruhig für den Geschmack des Helden. Aha. Kann ich mir die Armbrust ausleihen?
Wir haben gerade Waffenruhe. Ja, super. Dann brauchst du sie ja nicht. Durchaus logisch. Uhrenzeiger als Armbrustmunition? Tja, warum nicht? Schießen wir gleich auf das Zelt hier, aber vorher möchte ich mir den Timeport anschauen. Na super, das Timeport sieht jetzt noch kaputter aus als vorher. Mal gucken, ob es noch funktioniert. Ich kann zwar nach Portalen scannen, aber ich kann sie nicht öffnen. Und es erkennt auch wieder nur das eine Portal, durch das ich gekommen bin. Was denn? Das da oben? Ich erkenne hier durchaus Potenzial. Das ist zu weit weg. Wie jetzt? Bist du so ein schlechter Schütze? Und so? Das hat ja mal gar nichts bewirkt. Um diesen Schaden zu reparieren, braucht es schon ein bisschen mehr. Ein Schimmer davon, wie das Teil funktioniert, wäre schon mal ein Anfang. Hände hoch, das ist ein Überfall. Sei so gut und halte dich an den Waffenstillstand. Stillstand ist Rückschritt. Ah, gut. Ach, wo bin ich denn jetzt hin? Zum Berg? Was? Ach, da hoch. Ach so. Und vom Berg aus kann ich auf die Zelte schießen, hm? Stimmt. Das ist zu weit weg. Wie? Das ist zu weit weg. Ach. Das ist zu weit weg. Beides, oder wie? Ist ja fies. Aber vom Berg runter ist das doch kein Problem. Überhaupt kein Problem. Im Lager der Feinde war alles ruhig. Zu ruhig für den Geschmack des Helden. Warum habe ich diesen Schlüssel noch? Also von da aus kann ich nicht runterschießen, echt? Das ist zu weit. Tja, das ist alles mehr oder weniger interessant. Mit starker Tendenz zu weniger. Aber ich muss dringend zurück in meine Gegenwart. Ich habe keine Zeit für Geschichtsunterricht vom Arsch der Welt. Wenn du Zeit brauchst, bedien dich. Hier gibt es massig davon. Ich habe keine... Wenn du Zeit brauchst, hier gibt es... Massig Zeit, aber das ist jetzt hier... Das ist zu weit weg. Dann geh halt näher ran, du Vogel. Hier suppt die ganze gute Tachyonenschlonze in den Wüstenboden. Was für eine Verschwendung. Das hat ja mal gar nichts bewirkt. Ich sehe auch gar nicht, wo der Pfeil langfliegt. Den sieht man gar nicht. Um diesen Schaden zu reparieren, braucht es ein Schimmer da. Nee, zwecklos. Nee, zwecklos. Na super, das Timeport sieht jetzt noch kaputter aus als vorher. Stimmt, das würde sich gut als Pfeilgift machen. Ach so, na klar. Rufus, Zeitreisender, Wedding Planner, Temporaler Heckenschützer. Tachyonenpfeile. Na dann wollen wir mal. Treffer! Wer sagt's denn? Wurde echt Zeit, dass hier mal wieder was funktioniert? Ja, aber... Hier ist ja alles kaputt. War ich so lange weg? Oh je, oh Rufus, was hast du nur getan?